Hallo lieber Krebs und willkommen zu deiner Tarot-Botschaft für die erste Monatshälfte im April, also den Zeitraum vom 1. bis 15.04. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot. Das hier ist eine allgemeine Legung. Ich gebe keine persönlichen Ratschläge und es passt auch nicht für jeden. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest den lass beiseite. Und ich lege in dieser Legung mit diesem alten Göttinnenkartendeck. Die sind zwar schon sehr alt, diese Karten, aber immer noch schön wie am ersten Tag. Und auch die Botschaften, die darin enthalten sind, die sind natürlich ebenso schön. Und ich gehe in diesen Legungen gerade mit Absicht auch ein bisschen mehr auf diese Orakelkarten ein, weil einfach jede dieser Karte in sich schon so viel Botschaft und Gutes enthält, dass ich einfach der Meinung bin, dass man da auch mal genauer drauf gucken kann. Und die Sphinx bringt den Gedanken der Herausforderung in dein Leben und sie fragt, wie kannst du eine schwierige Situation meistern und dabei in all deinen Lebensbereichen wachsen und gewinnen, ja? Und insofern sagt die Sphinx, wenn wir Schwierigkeiten in unserem Leben haben, wenn wir Herausforderungen in unserem Leben haben, dann muss es nicht gegen uns gerichtet sein, weil viele dieser Lernaufgaben und Wachstumsprozesse uns ja auch auf unserem Seelenweg und in unserer Seelenentwicklung weiterbringen wollen. Und du sollst dich von den Prüfungen und Herausforderungen in deinem Leben nicht runterziehen lassen, nicht niederdrücken und besiegen lassen. Und du sollst einfach die Energie spüren, die solche Herausforderungen und Prüfungen mit sich bringen und dir diese Energie zunutze machen. Und sie sagt, wenn du vor Schwierigkeiten wegrennst oder wenn du das Ganze vermeidest, ja, dann wirst du nicht die Kraft und die Energie entwickeln, die du brauchst, um in weiteren Schwierigkeiten, die auftreten im Lauf unseres Lebens. Ich meine, das ist ja natürlich, das ist immer in unserem Leben. Ja, und dann wirst du einfach nicht so das Standvermögen und die Kraft entwickeln, dem, was noch auf dich zukommt, auch zu begegnen. Und manchmal wollen wir es im Leben eben immer leicht haben und es ist natürlich schön, wenn wir leichte Phasen in unserem Leben haben, aber sie sagt, die größte Herausforderung im Leben ist es zu lernen, mit jeder Schwierigkeit und jeder Prüfung fertig zu werden, ja? Und wenn du mal diese Energie der Sphinx hier in dir nachhallen lässt, zu diesen Gedanken, ich werde mit jeder Herausforderung, die das Leben mir gibt, fertig. Ja, und ich bekomme das alles gemeistert und es ist egal, was sich mir in den Weg stellt, ich werde mich einfach von nichts und niemandem aufhalten lassen. Ja, das ist einfach sehr mutig und stark und das ist eine Energie, die Sphinx gerne in dein Leben bringen möchte. Und hier dreht sich auch direkt eine Karte um, die Mondblume, und sie sagt, geh ein Risiko ein, ja, und wir sind in allgemeinen Legungen, ich gebe keine persönlichen Ratschläge, ja, und ich möchte dich nicht herausfordern oder dir raten, zu leichtsinnig zu sein, aber so wie die Karten hier liegen, ist es vielleicht doch auch ganz schön, mit diesen Energien mal ein bisschen zu spielen und einfach ein kleines Risiko einzugehen, ja, das muss ja nicht groß sein, sich einfach mal was zu trauen, sei es noch so klein, ja. Wir schauen weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist die Aufgabe oder Herausforderung, das Thema, um das es geht. Die zweite, der Rat der geistigen Welt. Und die dritte, ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Und das Wichtige hier in dieser Legung ist ja eigentlich hier immer diese mittlere Reihe, einfach der Rat der geistigen Welt. Ja. Und ich sehe, dass du zurückschaust in die Vergangenheit und möglicherweise auch über die Herausforderungen nachsinnst, die in der Vergangenheit einfach in deinem Leben gewesen sind. Und möglicherweise erkennst du, was du daraus gelernt hast, dass es dich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist, ja?
Man sagt ja auch, ich wäre heute nicht, wie ich bin, wäre es früher nicht gewesen, wie es war. Ja, wäre mein Leben nicht so gewesen, wie es gewesen ist, dann würde ich heute nicht hier sitzen und diese Legung machen und zu dir sprechen. Ja, und von dem her geht es hier so ein bisschen auch um das Reflektieren auf die Vergangenheit und eben auch das Wachstum zu sehen, ja, wie sehr du an Schwierigkeiten gewachsen bist. Und daraus können wir auch immer Mut schöpfen, ja, einfach kraftvoll weiterzugehen. Und der Rat der geistigen Welt ist, ja, sei ehrlich zu dir selbst und hab vielleicht auch den Mut, Dinge zurückzulassen, was auch immer es ist, ja, wie auch immer das Leben dich gerade herausfordert, ja. Schnapp dir die Energie, die in den Herausforderungen steckt, und mach dir die Energie zunutze, ja. Das ist auch das, was die Hohepriesterin tut. Die Hohepriesterin ist vor allem ein Mensch, der sich die Energie, die frei fließt, ja, die im Universum fließt, die im Äther fließt, die sich frei fließende Energien, universelle Energien zugänglich macht und sie für sich nutzt, ja. Und das ist eben auch das, was die Hohepriesterin in ihre Kraft bringt. Und das ist kein Weg, der mit Gewalt vorangeht, sondern eigentlich ein Weg, der mit Klugheit vorangeht, der mit Kraft vorangeht, ja, der aus dem Innen herauskommt. Und je sanfter die Kraft ist, und ich bekomme hier gerade auch so, meine Guides flüstern mir gerade die Kraft des Wassers ins Ohr. Und das Wasser ist ja als Element, es ist etwas, das ist ganz sanft und weich. Es kann aber auch eine unheimliche Kraft entwickeln. Und der Krebs ist ja ein Wassertier. Ja, Wasser hat die Eigenschaft, dass es seinen Aggregatzustand verändern kann. Es kann gefrieren, dann haben wir Eis, dann ist es bockelhart. Es kann aber auch verdunsten und sich quasi im Luftelement auflösen. Ja, also von dem her, Wasser hat eine ganz interessante Kraft. Und das ist eben auch die Kraft des Krebses, die Kraft der Intuition und vor allem auch die Fähigkeit, mit frei fließenden Energien zu arbeiten, ja, eben zu erkennen, welche Energie in einer Situation oder auch in einer Herausforderung gebunden ist und sich das speziell zugänglich zu machen, ja. Und dann ist eben selbst das, was du zurücklässt, irgendwo auch noch gut. Ja, dann kannst du quasi sagen, hier, ich erkenne die Kraft, mit der ich aus vergangenen Herausforderungen herausgegangen bin. Und auch für dich habe ich die Geduld, Parvati. Entspanne dich, dein Himmel ist dieser Augenblick. Ja, und das ist wieder das mit der Sanftheit. Versuche Herausforderungen nicht mit Anspannung entgegenzugehen. Ja, also oft ist es so, dass wenn Herausforderungen auf uns zukommen, dass einfach so ein Überlebensmechanismus in uns getriggert wird, dass wir quasi in diesen Kampffluchtmechanismus kommen, wo der Sympathikus, also dieser aktive Teil des vegetativen Nervensystems einfach aktiviert wird. Und Parvati sagt hier, geh diese Herausforderung mit Ruhe an, aus der Intuition, aus der inneren Kraft, ja, aus dieser anderen Seite, die ruhig und überlegt ist und die einfach sagt, egal was auf mich zukommt, ich werde es schaffen, kein Problem. Ja, lieber Krebs, soweit deine Tarotbotschaft für die erste Monatshälfte im April. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe.